Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind mal wieder auf unserem hübschen Goldteam hier mit Ibra und Robben und wollen jetzt einfach mal eine Runde zocken, habe ich mal Bock drauf und deswegen machen wir das jetzt hier auch. Ja, über was können wir mal reden? Wir haben heute Freitag, wenn ihr das seht, ganz genau, stimmt. Und ich habe mir gedacht, wir reden mal so ein bisschen über dieses Special. Also während ich das hier rede, weiß ich halt noch nicht, was das wird. Also damit meine ich jetzt EA, das Special von EA, weil sie werben ja jetzt momentan damit, ja, es lohnt sich dieses Wochenende zu spielen. Nimm doch bitte dein anderes Trikot. Das, ja, sehr schön, danke. Wieso nicht gleich? Sehr schön. Also EA wirbt ja damit, ja, es lohnt sich übelst, dieses Wochenende Ultimate Team zu zocken. Jetzt gehen natürlich die Gerüchte rum, was wird es wohl sein? Hier erstmal gegnerisches Team, Akpon Lahore, Mayuka Poldi. Na, herzlichen Glückwunsch. Ramirez, Arteta, Fellaini, also ein richtig defensives Mittelfeld. Richarlison, Walker, Smalling und Lewis. Und Form hinten drin, ja, ist richtig eklig das Team. Naja, mal schauen. Und ja, sie werben halt als damit, dass es sich voll lohnen würde, dieses Wochenende zu spielen. Und die Leute fragen sich halt, ja, was wird es wohl sein? Es ist ja schon mal dieser neue Cup angekündigt, der morgen dann startet, also am Freitag. OP Match? Ja, du bist OP Match, mein Freund. Naja, egal. Ich denke mal, also das, was ich halt denke, dieser Cup, der ist ja schon angekündigt, das heißt, da wissen wir, was abgeht. Und dazu kommt dann halt nur noch. Was ist jetzt mit ihm los? Oh nein, ey. Er ist wieder so ein richtiger Vollpfosten. Ja, sag ich jetzt gleich am Anfang. Es ist schon klar, dass er ein Vollpfosten ist. Und ja, muss ich nicht groß was zu sagen. Ich hoffe, wir können ihm hier richtig auf die Fresse geben. Also, ich würde gegen ihn jetzt hier alles machen: sweaten und einfach nur Hauptsache, ich schenke ihm so viele Tore wie möglich ein und fange so wenige wie möglich. So. Jetzt spielen wir mal hier außen auf Bastos. Kurz zurück auf Lavezzi. Strafraumkante, Ibra, Ball durchlassen. Haken. Ah, Finesse. Bastos von hinten. Kopfball. Geht am Tor fast vorbei. Ibra blockt das Ding noch ins Aus. Gibt leider Abstoß. Jetzt nochmal ganz kurz zu dem EA-Event. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es Packs gibt. Was soll es anderes geben, wo EA Geld machen kann? Das ist einfach das Einzigste, wo sie immer sagen, dass irgendwas Special-mäßiges kommt. Das sind halt immer Packs. Und irgendwer hat gesagt, wenn man das auf Facebook sich das Bild anguckt, dann ist da anscheinend. Ah, schade, Ibra macht das Ding hier nicht. Wenn man auf Facebook das Bild anguckt, dann ist da anscheinend so ein lilanes Pack drauf zu sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass halt irgendwelche heftigen Packs kommen, die es vielleicht vorher noch nicht gab. Und ja, ich weiß zwar nicht, was das damit zu tun haben soll, dass es sich lohnt, Ultimate Team zu spielen. Weil es gibt sehr viele Leute, die einfach gar keine Packs ziehen. Und deswegen ist das halt, ja, nicht unbedingt dadurch lohnenswert, Packs zu ziehen. Ja. So viel von mir dazu. Ich werde auch, ich weiß nicht, man muss natürlich erstmal sehen, was für Packs sind. Vielleicht bringen sie ja wirklich mal ein sehr interessantes Pack. Keine Ahnung, sowas, was nicht allzu teuer ist, aber guten Inhalt hat. Glaube ich aber nicht dran. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch keine Packs ziehen. So, raus. Ja, Helden hier jetzt über die Außen. Beziehungsweise Mitte habe ich mich dann entschieden, weil ich habe da außen dann ein Rennen sehen. Und da war nämlich dann auch einer. Schade, können wir nicht abfangen. Ja, er ist hier selber schuld, er macht hier als Faxen, aber habe ich wie gesagt nichts gegen. Jetzt hier Esquilavilavezzi, jetzt hier schön sweaten, komm. Ja, komm, nein, da geht der Sweat. Das ist bei mir aber immer so, immer wenn ich sweaten will, dann geht es daneben. Und deswegen werde ich das jetzt auch nicht mehr machen. Jetzt machen wir hier normale Tore. Hier zum Beispiel Robben durchgesteckt und Robben, Finesse, rein das Ding. Ja, lutsch mir einen. Jetzt ohne Scheiß. Der Gegner hat mich schon wieder so angepisst, dass ich schon wieder so auf 180 bin. Ich weiß nicht warum, aber es ist bei mir einfach so. Und es freut mich dann einfach, wenn er jetzt hier schön einen eingeschenkt bekommt. Er kann jetzt mit Mayuka auch hier rumtanzen. Er wird jetzt hier noch welche von uns kriegen. Muss einfach sein. So, ah, schade. So, jetzt aber Balleroberung. Ibra durchgesteckt wieder auf einen Robben. Komm. Ja, schade, da kann er halt natürlich, hat er eine schwere Ballannahme, da kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Der Ball kam sehr schwer von weit oben heruntergetropft. Und ja, den kann halt nicht jeder einfach mal easy peasy mit in den Lauf nehmen. Ja, hier, er macht halt alles so Faxen hier, ist wahrscheinlich ein bisschen angepisst, dass er jetzt gleich hinten liegt. Und ja, habe ich halt nichts gegen, soll er ruhig machen. Diesmal am Team kann es definitiv nicht liegen.
Ja, macht deine Longshots hier, weil er hat ein sehr gutes Team. Ihr kennt Mayuko und Akbon Lahore aus unserem Silberteam. Also, wenn die nicht overpowered sind, wer dann bitte? Also, da gibt es überhaupt keine Qualitätsunterschiede zu den Top-Goldstürmern aus der Premier League. Wenn nicht sogar, ja, eher besser. Also, ein Akbon Lahore rennt natürlich ein bisschen sehr viel heftiger als ein Aguero. So, sehr defensiv spielt er mit seinem Mittelfeld dazu auch noch. So, rausgespielt hier, Jefferson Fafan. Können wir hier auf Robben bringen, Ibra. Und jetzt hier gleich weiter auf Lavezzi. Esquilavin Lavezzi. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Ja, ich flanke jetzt einfach. Robben kann doch bestimmt auch köpfen. Oh, Fafan! Verdammt, ich wollte ihn eigentlich auf Robben flanken, aber ich habe gar nicht gesehen, dass Fafan da auch noch angerauscht kommt. Und den fehlt er dann natürlich schon ein wenig. So, hier aufpassen. Nein, es war eigentlich, wäre wichtig gewesen, weil jetzt läuft er halt nur noch gegen unsere Dreierkette. So, jetzt haben wir es aber wieder hier. Robben, nochmal Robben. Ja, und jetzt Esquilavil rüber auf Ibra. Und jetzt gleich wieder rüber. Michele Bastos. Und nein, da macht er mit seinem schwachen Fuß einen richtig guten Schuss oben ans Lattendreieck. Und dann aber mit einem starken Fuß schießt dann sozusagen am leeren Tor vorbei. Ja, das ist Bad Luck, würde ich mal sagen. Ja, jetzt, genau wie das jetzt wieder Bad Luck ist. Eigenen Spieler angeschossen und sozusagen in Lauf gelegt. Aber Thiago Silva ist hinten bereit und bereinigt die Sache. Ibra hier durch. Jetzt hier rübergelegt auf Ian Robben. Jetzt in die Mitte gezogen. Ian Robben. Und, oh, shit. Die Vorbereitung war nicht so sauber von mir gewählt. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall nachlegen, weil das Problem ist einfach, gegen so ein Team kannst du immer einfangen. Beziehungsweise wirst du sogar fast immer einfangen, wenn der Gegner nicht ganz so hängen geblieben ist. Ja, okay, da gehe ich nicht drauf ein, auf so eine Späße. Wenn der Gegner wirklich nicht ein richtiger, schlechter Spieler ist, da fängst du dir gegen so ein Team fast immer ein, weil so ein Team kannst du fast keine 90 Minuten verteidigen. Und ich glaube, er ist auch gar nicht so blöd. Ich glaube, er kann schon spielen. Man sieht das schon in der Abwehr und auch nach vorne, dass er da was drauf hat. Nur, er ist halt so einer, der wohl relativ schnell in seinem Stolz gekränkt ist. Das heißt, er hat jetzt sein Tor bekommen und hat dann halt mal ein paar Faxen gemacht. Beziehungsweise, er hat ja mit seinen Faxen schon gleich am Anfang begonnen. So, komm, ja, wir spielen jetzt hier einfach nach außen auf Ramirez, legen das Ding dann hier zurück und dann wieder Strafraumkante. Jetzt Lavezzi auf Ayen Robben und Robben macht hier das 2:0. Und jetzt gibt's von mir hier schön den Finger vor den Mund, mein Freund. So hast du dir das verdient. Ja, ich muss einfach nur dazu sagen, es kotzt mich einfach nur so an, wenn die Gegner so beginnen schon. Ich weiß nicht, wenn die sich einfach dann hinten in ihre Hälfte stellen und stehen bleiben, nichts machen. Ich weiß nicht, ist halt einfach so. Aber ihr kennt das von mir jetzt mittlerweile, wenn ihr ein paar Let's Plays geguckt habt. Es ist so und ich werde mich da auch nicht ändern. Weil ich kann ja jetzt auch machen, oh, der Gegner macht das aber schön. Er bleibt so schön in seiner Hälfte stehen. Nein, das könnt ihr von mir vergessen, das gibt's nicht. Ich werde meine ganze Wut immer rauslassen. Naja, der eine Sweat hätte vielleicht nicht sein müssen, aber ich war halt so ein bisschen getiltet. Und jetzt machen wir einen Longshot, weil ich bin mir einfach so sicher, dass wir den auch besiegen, wenn wir den jetzt hier nicht machen. Und vor allem will ich nicht, dass der Lappen quittet, weil wenn es so ein Kerl ist, wie er sich bisher hier gibt, dann ist es auch so einer, der ganz schnell mal quittet, wenn er kein Land mehr sieht, was beim 3:0 halt gut sein kann. So, natürlich müssen wir weiter hier aufpassen, also... Einfach wird das Spiel jetzt trotzdem noch nicht. Zwei Tore sind sowas von schnell geschossen in Ultimate Team. Vor allem halt mit so einem Team. Hat der, nee, er hat einen normalen Poldi gehabt, ne? Und jetzt hier zum Beispiel, oh, ich dachte, er schießt ihn kurz, aber er hat sich noch komplett rumgedreht. Naja, auch okay. Ich würde ihn gerne mal danach fragen, was er mit seinem OP will. Also, OPA als sein Team, hört sich jetzt komisch an, geht's ja gar nicht mehr. Akbon Lahore, Mayuka, Lewis auch hinten. Ja, das wäre es wieder gewesen hier. Ja, hat Helden jetzt, weil da stresst sich mein Torwart mit dem Innenverteidiger. Aber jetzt müssen wir hier nochmal nachlegen, weil wir dürfen jetzt hier auf jeden Fall nicht den Druck nachlassen und müssen hier eher mal selber jetzt noch ein Tor schießen. Ich glaube, das wäre jetzt echt wichtig. Dann gehe ich lieber das Risiko ein, dass er quittet, weil gegen diesen Kerl will ich auf keinen Fall Verlängerungen oder sonst irgendwas haben. Wir waren hier 100% überlegen, da können mir die Stats noch irgendwas sagen. Also vom Gegner kamen gefährliche Chancen, vielleicht eine zustande und wir hätten im Prinzip 3 Tore machen können. So, aufpassen hier, er wird bestimmt choppen, oder?
Ja, jetzt choppt er. Jetzt flankt er das Ding. Ach, das Fellaini. Oh, da ist er. Und jetzt aufpassen, Poldi. Mit ja, da hat er ihn, glaube ich, auf dem rechten. Das sieht man schon. Der Kerl ist halt schon nicht blöd. Aber ja, sein Stolz frisst ihn auf. Jetzt ziehen wir hier mit Ibra in die Mitte. Ziehen wir wieder rein. Ibra. Verdammt. Schade. Eigentlich ganz schön reingezogen. Da muss ich vielleicht den Finesse ansetzen. Jetzt Ibra, Rückraum. Nein, aber Esquilaville. Nee. Ich glaube, der irgendwie gestern, gestern war ja Champions League. Ich glaube, der Kommentator hat Ezekiel oder sowas zu ihm gesagt. Ezekiel Lavezzi oder sowas. Aber so wird er doch auch nicht ausgesprochen, oder? Ezekiel. Jetzt hier ganz drüben auf Michel Lebastos. Und jetzt flanken wir das Ding rein. Oh, ich wollte eigentlich auf dem lieben Herr Ibrahimovic, beziehungsweise ich glaube Lavezzi stand dann vorne. Naja. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Könnt ihr ja mal erzählen. Würde mich mal interessieren, weil das ist wirklich, ich kann mich sehr gut, also wenn ich so einen Namen sehe, dann weiß ich eigentlich ziemlich sicher, wie man ihn ausspricht. Aber der hat so einen Namen, wir können uns den gerne mal nach dem Spiel angucken. Ich habe mir den selber noch gar nicht so oft angeguckt, aber wir können uns den gerne mal angucken und dann können wir mal zusammen mutmaßen, wie der wohl ausgesprochen wird. Ich bin mir echt nicht so ganz sicher. Also leicht ist er nicht auszusprechen, weil das habe ich gestern halt schon bei dem Champions League Kommentator gemerkt, dass er es selber nicht so ganz gebacken bekommen hat. Er hat nämlich auch öfter mal einen anderen Namen gesagt. Also anders ausgesprochen, so ist es besser gesagt. So. Ah, verdammt. So, da jetzt müssen wir hier aufpassen, weil es wirklich, in diesem Spiel, da darf man nicht die Konzentration verlieren. Vor allem, wenn er jetzt hier das Ding rüberbringt auf Akbon Lahore und das Ding reinmacht. Ich hab's angekündigt, es ist richtig eklig, wenn der Gegner spielen kann und dieses Team hat. Und aus diesem Grund hätte ich vielleicht nicht so arrogant sein sollen und das Ding lieber mit Lavezzi machen sollen. Aber naja, das Ding ist nicht rum. Er kann noch ein Tor machen. Allerdings heißt das natürlich wiederum auch, dass wir noch ein Tor machen können. Und zwar jetzt mit Zlatan Ibrahimovic. Komm, push dich. Ah, verdammt. Ja, da konnte er sich nicht durchpushen gegen zwei Gegner, leider. Fellaini. Jetzt müssen wir hier echt aufpassen. Jetzt wird es nämlich eine heiße Kiste. Bei so einem Anschlusstreffer wird der Gegner halt meistens auch noch heiß. Und es gab mal eine Tabelle, ich glaube, die gehen wir auch mal zusammen durch, dass sich das Spiel je nach Ergebnis verändert. Also das heißt, dann hat der Gegner, der jetzt gerade einen Anschluss gemacht hat, zum Beispiel so und so viel mehr Prozent Moral und sowas. Also da ändert sich wirklich was im Spielgeschehen. Ich muss mal gucken, ob ich die Tabelle finde, aber ich müsste sie eigentlich finden können. Ich glaube, ich weiß das Forum noch, wo ich sie gesehen habe. Weil das ist eigentlich relativ interessant. Ich denke mal, da werde ich dann mal ein einzelnes Video zu machen. Das war hier fällig von mir. Den darf ich nicht so abspielen. Aber Jefferson verfand mit einem richtig wichtigen Ballgewinn. Und jetzt hier Esquilavezzi. Und jetzt Sweat, hä? Sweat? Ach du Scheiße! Ich sag's euch, ich kann nicht sweaten. Ich kann's nicht. Ohne Scheiß. Das gibt es nicht. Verdammt. Ja, richtig schlecht. Jetzt hier müssen wir aufpassen, Akbon Lahore. Und wir wissen, dass Mayuka köpfen kann. Wir wissen es. Boah, verdammt wichtig. Das ist hier, das ist schon ein Spiel. Also ich glaube, das wird euch schon ganz gut gefallen. Fellaini, sehr schön geklärt. Verfahren jetzt Bastos hier raus, das Ding. Und jetzt hier Lavezzi drüben auf Ibra. Kurz zurück. Abgelegt auf Robben. Nochmal Ibra, sehr schön. Auf Lavezzi. Ah, verdammt. Oh, das ist hier ein schnelles Spiel und es geht auch noch 18 Minuten, glaube ich. Ja, 73. Ich glaube, er wird das jetzt auch nur noch so versuchen, nur noch flanken. Ich meine, er hat das Material. Poldi kann köpfen, Mayuka kann köpfen, Fellaini, der auch als vorne reinrennt, kann natürlich auch köpfen. Komm! Verdammt! Das hat er, glaube ich, auch nicht so geplant. Naja, ist halt so. Puh, Gott sei Dank schießt er da sofort. Poldi aus der Drehung mit rechts, das kann nichts werden. Ibra, sehr schön. Oh, verdammt. Der Pass kam nicht gut. Einwurf jetzt hier für uns. So. Ich weiß nicht, wo. Ja, ich paff erstmal auf Ibra. Und jetzt hier gleich wieder auf Außen. Jetzt hier auf Außen auf Robben. Robben. Und jetzt reingeflankt das Ding auf Lavezzi. Nee. Und jetzt müssen wir hier aufpassen.
Weil das ist halt ein perfektes Team, um Konter zu spielen, was er hier hat. Pace to pay the bills und sowas. Und sonst halt auch gute Spieler, die dann auch so einen Konter verwandeln können. Sehr schön von Helden jetzt hier. Hat das Ding. Spielen wir jetzt hier raus auf den Flügel. Auf Lavezzi. Der kann sich durchsetzen. Allerdings kommt der Pass nicht an. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen Druck machen. Ich darf ihm auf keinen Fall zu viel Freiraum geben. Weil das ist mit den Spielern, die er hat, sehr gefährlich. Ah, hier deckt er mich richtig gut zu. Also da sieht man halt auch, dass er nicht blöd ist. Nicht gut von Helden. Nicht gut von Helden. Ja, das wäre definitiv Helden sein Ding gewesen. Das Ding lässt er direkt an die Strafraumkante abklatschen. Jetzt hier durchgeschickt auf Zlatanovic. Zlatan, setz dich durch. Setz dich durch. Und jetzt komm, hol ein Torwart raus. Zlatan macht das Ding rein. Sehr schön. Das war verdammt wichtig jetzt von Zlatan, weil es war am Ende ein offener Schlagabtausch. Er kann hier richtig schnell noch das 2:2 machen. Dann geht es hier in die Verlängerung. Boah. Richtig fettes Spiel, also muss ich sagen, ich glaube, das wird euch gefallen. Also mir gefällt es hier auf jeden Fall, weil ich sag ja, es macht einfach keinen Spaß, gegen Gegner zu spielen, der keine, keine Konkurrenz ist, wo man den einfach nur 5-0, 6-0 abfertigt. Und der Spieler hier war definitiv eine Konkurrenz, er weiß, wie man nach vorne spielt und weiß auch, wie man verteidigt. Beziehungsweise, was heißt wahr? Hier ist immer noch nichts gegessen. Also wie oft habe ich schon 2 Tore in den letzten 5 Minuten gesehen? Das ist überhaupt kein Problem. Allerdings heißt es natürlich immer, wenn der Gegner Tore machen kann, kann man selber auch noch welche machen. Und deswegen, ja, ich bin in dem Spiel ein bisschen sehr aufgedreht gewesen, weil, aber ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass der Gegner am Anfang so Faxen gemacht hat, weil er hat irgendwie so ein bisschen, wie soll man es sagen, so ein bisschen Hitze in das Gefecht gebracht. Und ja, dadurch ist das Spiel, glaube ich, erst zu so einem Spiel geworden, wie es jetzt geworden ist, beziehungsweise immer noch läuft. Akbon Lahore hier. So, Thiago Silva, spielen wir jetzt hier auf Außen, auf Bastos. Und das Ding ist rum, wir gewinnen das Ding hier 3 zu 1. Ich wollte 4 zu 2 sagen. Aber wir gewinnen 3 zu 1, ich denke auch verdient. Also, boah. Aber es war echt eine spannende Partie. Ich hoffe mal, dass euch das gefallen hat. Aber ja, ich habe, glaube ich, 2-mal versucht zu sweaten. Aber das habe ich auch nur gemacht, weil der Gegner halt auch so ein übelster Sweater war. Ich habe das schon mal angekündigt. Ist der Gegner ein Sweater, bin ich auch ein Sweater. Ist einfach so. Und man muss halt auch manchmal darauf achten, ja, wenn es halt wirklich knapp wird, dann sollte man vielleicht doch mal den Sweat auspacken, der ja auch nur bedeutet, dass man es geschafft hat, sich mit 2 Spielern frei vorm Tor freizulaufen. Ja, muss ich nicht mehr zu sagen. Aber im Endeffekt ist ja kein einziger Sweat reingegangen, also ist es eigentlich Latte. Oder was war das letzte Tor? Ibra, Finesse? Nee, es ist gar kein Sweat dabei gewesen. Also alles wunderbar, freut euch. Und wir haben das Ding hier 3 zu 1 gewonnen. War auch auf jeden Fall wirklich wichtig. Also jetzt nicht unbedingt fürs Let's Play wichtig, aber für mich war das jetzt wichtig, gegen diesen Spieler zu gewinnen, weil allein diese Faxen am Anfang, sowas kotzt mich einfach so krass an. Das gibt es nicht. Er schreibt jetzt auch keine Nachricht, ich denke, er ist jetzt erstmal bedient. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich finde es wunderschön, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und ab ins Forum. Das wäre es von mir gewesen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.